werden Sie Zeuge eines Ereignisses, das sich geradezu geheimnisvoll in der ganzen Menschheit Bahn bricht. Einem gewaltigen Naturereignis gleich finden wahrheits- und gerechtigkeitsliebende Menschen aus allen denkbar unterschiedlichsten Hintergründen zusammen. Und obgleich sie sich noch nie zuvor begegnet sind, funktionieren sie wie ein perfekter Körper zusammen. AZK, Anti-Zensur-Koalition. Europaweit größte unabhängige Aufklärungsplattform für unzensierte Berichterstattung. Dieses Mal geht die AZK in die 16. Runde. Mit Simultanübersetzung in 9 Sprachen und Live-Übertragung in über 20 Länder bringen 6 Referenten hochaktuelle, professionelle und spannende Themen auf die Bühne vor einem Publikum aus über 3000 wahrheitsliebenden Menschen. Wir sind so happy, jetzt endlich mal hier vor Ort zu sein, immer nur am PC zu Hause das verfolgt und immer schon, wir wollen da mal hin. Als ich für mich selber entschieden habe, ich muss hierher, um das live zu erleben, diese ganze Atmosphäre, wie liebevoll, wie die Menschen miteinander umgehen, ist einfach nur der Wahnsinn. Alles super organisiert, eine unglaublich freundliche, liebevolle, warme Atmosphäre. Schwer beeindruckt von der Organisation hier und wie rücksichtsvoll und ruhig und geordnet und liebevoll das hier abläuft. Und die Vorträge sind einfach exzellent. Und bin jedes Mal wieder beeindruckt und gehe auch mit Gänsehaut und Herzklopfen nach Hause. Und hier bist du so wie in einer Gemeinschaft, oder? Und hier hast du auch wirklich das Gefühl, irgendwo dabei zu sein. Man fühlt sich einfach von der Atmosphäre her wieder voller Glauben und voller Mut. Vor allem kostenlose Bewirtung. Wo findet man sowas? Das bis auf den Toiletten überall liegen wunderschöne, zierliche, nette Dinge da. Genau. Also erstklassig. Ich muss da wirklich euch ein großes Lob geben. Die Vorträge sind sehr interessant und wirklich notwendig in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, was ich heute beigetragen habe, aber ich komme absolut getragen aus diesem Tag heraus durch das, was passiert ist. Und heute war ich nicht enttäuscht, denn die Organisation ist jenseits dessen, was man sich vorstellen kann. Es ist spektakulär, es ist bewundernswert organisiert, es ist wirklich prachtvoll. Also hier ist einfach eine richtig herzliche Stimmung. Auf alle Fälle hierher kommen, auf alle Fälle sich mal das anhören. Ich habe es nicht bereut. Ich finde es großartig, dass hier Ivo Sasek diesen Raum schafft und dass hier so bewusste Menschen zusammenkommen. Das ist beeindruckend. Ist außergewöhnlich. Ja. Herzlichen Dank für diese tolle Veranstaltung. Ich komme auf alle Fälle wieder. Haben Sie auch schon bemerkt, dass die hochgelobte Medienvielfalt eine geschickte Täuschung der Bevölkerung ist? Wie viele wichtige Stimmen wurden wohl bisher unterdrückt? Ungerechtigkeit. Lug und Trug und böse Pläne füllen die Welt, vermehren sich Tag für Tag. Lügen und Täuschen gehört zu ihrem Geschäft wie der Hammer zum Amboss. Wer die Menschheit derartig angreift, gehört ja eigentlich noch selber zur Menschheit dazu. Darum bietet die AZK eine notwendige Alternative. Referenten aus verschiedensten Rängen bringen gewichtige Themen auf den Punkt. Die Wirkungen des Elektrosmogs verstehen, heißt das Leben selbst begreifen. Pornografie. Pornografie wird den Besten umbringen, wenn ihr nichts macht. Die starke KI, die ist einfach quasi eine Methode, möchte ich fast sagen, in der Anwendung, das Verhalten von uns Menschen zu imitieren. Man hat da im Prinzip keine Moral, keine Ethik, das ist rein Effizienz zu 100%, da stört im Prinzip der Mensch dann eigentlich schon. Der einzige Staatsbürger, global gesehen, der wirklich noch was wert sein soll, das soll der Migrant sein. Bekommen wieder die Möglichkeit, selbst zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Man spürt, dass alle Leute das Gleiche auf dem Herzen haben, alle Leute einfach die Wahrheit suchen. Hier ist wirklich alles vertreten von ganz links bis ganz rechts. Dieses Schema links, rechts,
Was uns von einer wenigen kleinen Clique aufoktroyiert ist, ist völlig überholt. Wir müssen anfangen, als Menschen neu zu denken. Wenn es nur halb so viele Menschen gäbe wie die Familie Sassel oder hier, allgemein hier, gäbe es überhaupt keine großen, schwerwiegenden Probleme auf der Welt. Ganz einfach. Ganz wunderbare Gemeinschaft mit dem Publikum hier auch. Ich muss das einfach, um sowas zu erleben. Ja. Danke dafür. Ivo Sasek. Warum es eine AZK braucht. Das Wort ist die absolute Macht, die wir Menschen haben, weil wenn wir sprechen zueinander, wenn wir einander die Herzen gewinnen, kommt die Wirkung von innen, der Sieg kommt von innen. Du kannst Feinde zu Freunden machen, indem du das richtige Wort an sie bringst, dass das Wort die Wucht bekommt, die Macht bekommt, ihr Herz zu verändern. Also über Völkerverhetzung kann ich dir ein Liedchen singen, weil ich das gegen mich seit Jahrzehnten live erlebe. Aber seht ihr, wir sind immer noch hier und das ist doch schön, oder? Wir machen einfach weiter, oder? Also wir waren noch kaum 30 Leute, ging das schon los. Und du siehst, man kann es überwinden an der Tatsache, dass wir heute noch hier sind und all das auf die Beine gestellt haben, gegen den Wind, gegen die Wellen, gegen all das, was sie gegen uns ins Feld führen, gegen sämtliche Massenmedien. So weit sind wir schon mal gekommen. Und ich sage, wir kommen noch weiter. Anke Kern. Digitalisiert in eine strahlende Zukunft. Todsicher. Die nun allgegenwärtige Mikrowellenstrahlung ist für mich das größte Verbrechen am Leben. Mit 5G-Mobilfunk habe ich so das Gefühl, dass so das Finale zum Krieg gegen das Leben auf diesem Planeten Erde eingeläutet werden soll. Unser Körper, unsere natürlichen Felder werden mit technisch Erzeugten konfrontiert und unser Organismus muss damit umgehen. Dr. François Billot de Lochner. Den Tsunami der Pornografie verstehen und bekämpfen. La pornographie est un projet ancien. Die Pornografie ist ein altes Projekt, das zum Ziel hat, die Gesellschaften, die auf christlichen Werten gegründet sind, zu zerstören und endgültig die Menschheit zu zerstören. Wenn ich diese unglaublichen Persönlichkeiten bis ganz hinten in den Saal sehe, die ehrlich leben, die akzeptieren, schwierige Konferenzen oder schwierige Diskussionen zu haben, seid euch sicher, dass es dank euch ist, dass wir diese Art Kämpfe weiter fortführen. Ihr seid die Helden des 21. Jahrhunderts und ich danke euch dafür. Infogigant Rico Albrecht. Die Quintessenz aus Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik. Rico Albrecht stellt sich der Herausforderung und steigt in den Ring der Infogiganten-Show. Schafft er es, 12 gewichtige Themen in jeweils einer Minute auf den Punkt zu bringen? Bei den Steuern wird die Kaufkraft eben von den Arbeitenden weggenommen. Und bei dem Selberdrucken des Geldes, wenn der Staat das machen würde, dann würde die Kaufkraft von den Vermögenden weggenommen. Und weil wir ja eben eine Herrschaft des Kapitals haben, hat das Kapital gesagt, wir besteuern eben lieber den Faktor Arbeit als den Faktor Kapital. Erich Hambach. Auslaufmodell Mensch, Transhumanismus und künstliche Intelligenz wollen uns ersetzen. Hitachi ist auch ein japanischer Konzern. Die Menschen, die dort arbeiten, haben bereits eine KI als Vorgesetzten. Also kein Mensch, sondern im Lager bei Hitachi ist KI der Boss. Wir müssen wirklich auch in die Intuition, in den Herzverstand auch gehen. Und das ist die gute Nachricht des Tages, kann keine KI. Das können die nicht. Gerhard Wisniewski. Globaler Pakt für Migration. Ausgerechnet die deutsche Bundesregierung federführend an diesem Migrationspakt mitgewirkt hat, weil der Migrant sozusagen der natürliche Staatsbürger der UNO werden soll oder des UN-Weltstaates und alle anderen haben praktisch keine Rechte mehr. Ist das dann im Endeffekt nicht komplett menschenverachtend? Absolut. Migration gibt es, weil es Menschen schlecht geht. Und weil es andere Menschen gibt, die dafür sorgen, dass es ihnen schlecht geht. Untermalt durch ergreifende Kunstbeiträge von Panorama Filmorchester, Familie Sasek mit Brassband, sowie vielen weiteren internationalen Künstlern. Thank you.
werde jetzt hier nicht laut. Die deutsche Zubereitungsart eines Schafes ist übrigens ganz einfach. Erst wird man verkohlt, dann geschrödert und dann ausgemerkelt. Tag verbindet, es nicht das Liebe gern, das Herz ist, was zusammenhält. Das Herz, was zusammenhält. AZK steht nicht nur für Stimme und Gegenstimme, sondern auch für die Sichtbarmachung der neuen Welt. Du bist frei, frei von allem, was dich noch hält, von dem Streben nach dem Falschen, von dem, was dich ablenkt. Du bist frei, frei doch nie für dich allein. Gemeinsam sind wir viele, die sich jetzt schon befreien. Wir sind frei, 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 frei. Diese neue Welt funktioniert ohne Geld. So herrscht eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und tiefer Verbundenheit. Das begeisternde Showprogramm ist eine Ehrensache für Techniker, Musiker und Künstler. Die liebevoll zubereitete und vielseitige Verpflegung lässt keine Wünsche offen. Alles unentgeltlich. Niemand fragt nach Lohn. Jeder bringt sich nach besten Kräften und Möglichkeiten für seine Mitmenschen ein. Bei der krönenden Schwarmaktion hunderter zusammenwirkender Menschen wird diese neue Welt für jeden greifbar. In nur 30 Minuten werden 20 Tonnen Veranstaltungsmaterial aufgeräumt. Das Unmögliche wird möglich. Spitze, voll cool, voll cooles Feeling. Ich wie ein Ameisenhaufen, jeder hat seinen Teil, es ist was Gewaltiges. Mega cool. Ich fühle mich richtig zu Hause. Ganz viele Arbeitsschritte, die ein Einzelner nicht schafft. Ach cool und wie jeder anpackt. Es ist unglaublich, wenn man sieht, was vor ein paar Minuten noch alles in der Halle gestanden ist. Dann bringt man schnell eine Kiste raus und geht man wieder rein, dann erkennt man sich wieder. Einfach ein grelles Feeling. Es macht einfach riesig Spaß. Es fegen alle helfen mit. Ist richtig cool. Ich wollte das erleben, weil ich gehört habe, dass es in einer halben Stunde geht. Macht richtig Spaß. Gehört ja auch so dazu, nicht? Also wenn wir alle zusammenarbeiten, dann ist es ja intim und so muss es sein. Das ist mega. Super. Möchten Sie das nächste Mal live dabei sein oder einfach informiert bleiben? Alle Referate und Beiträge der 16. AZK werden in nächster Zeit nach und nach online gestellt. Verpassen Sie das nicht und werden Sie sofort informiert, sobald etwas veröffentlicht wird. Jetzt eintragen unter www.anti-zensur.info/newsletter. Was würdest du beschreiben, wenn du die AZK mit drei Worten beschreiben könntest? Geil, geil, geil. Ja, danke sehr, das passt. Super, das war's schon. Herzlichen Dank.